Ich würde sie mal loben mit der Stimme, das ist nämlich mega gut heute. So, lass sie so rund im Hals, lass sie ruhig mal in der Anlehnung. Jetzt guck mal, wie schön das geht, ne? Bist du selber überrascht, was? Weißt du Bescheid. Da bin ich aber zufrieden mit deinem Pony. Geht's aber gut, schön so. Ne? Merkst du, ist ganz zufrieden, kaut super an. Ich versuche mich mal an einem Kommentar zum ersten Tag und am zweiten Tag hört ihr dann André im Originalton. Dann habt ihr sozusagen beide Seiten mal gehört, also meine Seite und auch Andres Seite. Und ja, ich freue mich immer sehr, wenn ich die Chance habe, bei ihm einen Lehrgang zu reiten oder auch nur ein Training. Und wir arbeiten ja mittlerweile auch schon einige Jahre zusammen. Nessie kennt er schon ganz gut. Kasper hat er jetzt erst ein oder zweimal gesehen. Und er ist einfach ein Trainer, der unheimlich konsequent arbeitet. Also man hat das Gefühl, in diesen 30 Minuten, der lässt einen halt nicht in Ruhe. Es ist auch immer sehr, sehr anstrengend. Aber wir wollen ja weiterkommen und dann muss es eben auch anstrengend sein. Für das Pferd, aber auch für den Reiter. Ihr seht jetzt eben schon, was im Moment so ein bisschen das Problem ist von Kasper. Er macht sich im Schritt gerne mal frei, ist vielleicht auch zwischendurch so ein bisschen unkonzentriert, guckt immer mal wieder, gucken darf er, aber er muss halt dann auch wieder mir zuhören. Deswegen haben wir erstmal ganz viel Trab-Schritt-Übergänge gemacht. André arbeitet generell viel mit Volten, jetzt geht gerade ein anderes Pferd weg, deswegen glotzt er wieder irgendwo hin und immer wieder an den äußeren Zügel und generell so quasi nicht nur den Kopf runterziehen, sondern wirklich an die Anlehnung rantreiben, also dem Zügel hinterher, wie André immer so schön sagt. Und deswegen auch die Volte immer mal wiederholt, wieder durchparieren, aber eben am Sitz den Übergang zu reiten. Also manchmal schiebt er mir dann so ein bisschen weiter und reagiert am Zügel auch nicht, aber ich muss die Hände halt trotzdem versuchen stehen zu lassen und zu tragen. Ich trage sie leider nicht so richtig gut. Und dann, dass er da weiter durchzieht. Deswegen haben wir erstmal wirklich ganz viel Basisarbeit gemacht, ganz viel Trab-Schritt, wieder Volte, in der Volte immer am Weiterreiten bleiben, nicht sozusagen den Rhythmus verlieren oder den Takt eher gesagt. Es ist ja oft so, dass man in die Volte abwendet und dann immer langsamer wird. Das ist natürlich nicht so gut. Und ich hatte so ein bisschen das Problem, dass der Galopp immer so groß ist. Also ich finde ja den Galopp an sich toll von ihm. Er hat einen sehr, sehr schönen großen Galopp fürs Gelände, auch total geil. Aber er muss natürlich jetzt lernen, Ende sechsjährig spätestens, dass man den Galopp auch ein bisschen zurücknehmen kann, dass ich auch kleiner galoppieren kann. Versammelter ist, glaube ich, das bessere Stichwort. Also das ist natürlich noch weit weg von Versammlung, aber dass eben der Galopp kleiner wird. Hier auch eine sehr gute Übung, eben das Zirkel verkleinern und dann auch da durchparieren und wieder angaloppieren. Hier haben wir jetzt angefangen mit den Außengalopp-Passagen und da rennt er mir oft so ein bisschen auf die Diagonale drauf zu und pariert dann durch, wenn er kann, oder ich muss so schnell reiten, dass er eben im Galopp bleibt. Das haben wir eben auch angegangen und dann durchparieren und gleich Schenkelweichen, weil dann hat man sozusagen die Bande als natürliche Schranke oder natürliche Grenze und kann da dann ganz gut parieren, ohne dass man jetzt am Zügel zu viel machen muss. Und dann habe ich eben auch geübt, dass man im Außengalopp angaloppiert und gleich auch wieder Schenkelweichen. Also den äußeren Schenkel ran und dann kann man schön Schenkelweichen reiten. Man hat die natürliche Bande und kann dann auch die Anlehnung verbessern. Und das Ganze mit dem Außengalopp kann man auch so machen, dass man sozusagen so eine kleine Schlangenlinie reitet und dann im Außengalopp angaloppiert, weil er ist ja noch nicht sicher im Außengalopp. Und dann ist die Schlangenlinie ganz hilfreich, weil man gleich in der richtigen Richtung sozusagen die Stellung hat. Und hier auch wieder durchparieren und ins Schenkelweichen, direkt Schenkelweichen. Weil er dann mir vorne entgegenkommen muss und ich pariere nicht so stumpf durch.
Es ist also wirklich eine richtig gute Übung, womit er auch hinterm Sattel echt locker geworden ist, fand ich. Also es war so ein bisschen der erste Tag, also die ersten Übungen Richtung Außengalopp, sodass man da dann am zweiten Tag weiterarbeiten konnte. Und da hört ihr dann Andres Kommentar dazu, beziehungsweise den Originalton, was ich machen soll. Er redet immer unheimlich schnell, ihr müsst also unheimlich gut aufpassen. So, jetzt kommt die Nessie. Nessie war auch am ersten Tag eigentlich schon ganz gut drauf. Bei der trabe ich noch ein bisschen länger leicht, damit auch da der Takt ganz gut erhalten bleibt und erstmal an beide Zügel ran. Ich habe ja immer so ein bisschen ein Problem mit dem äußeren Zügel, dass der äußere Zügel zu doll schlackert oder nicht genug dran ist. Da arbeite ich dran, dass der einfach noch mehr dran ist und der innere einfach auch öfter mal loslassen kann. Aber ihr seht das auch hier, der innere ist noch ein bisschen zu doll dran als der äußere. Und André lässt mich dann auch sehr schnell so Schlangenlinien reiten, also vor allen Dingen Schlangenlinien drei Bogen und dann teilweise immer mit einer Volte in der Stellung und Biegung sozusagen, dass ich da deutlich besser an den äußeren Zügel ranarbeite. Also vor allen Dingen beim Umstellen sieht man das noch, dass Nessie da immer einmal so ein bisschen sich frei machen will. Und ja, sie ist ab und zu ein bisschen eng. Aber bei ihr ist das Problem, dass sie sich ja eigentlich öfter sozusagen mir entgegenkommt. Also zu doll den Unterhals rausdrückt und mir dann mit dem Widerriss so entgegenkommt. Sie muss ja lernen, da unten loszulassen und auch im Widerriss loszulassen. Und das kann man jetzt im Moment erstmal besser erreiten, wenn sie da einen Ticken eng wird. Es ist ja nicht so, dass ich ihr den Kopf auf die Brust ziehe. Aber sie muss da einfach an beide Zügel ran und deswegen eben auch diese Voltenarbeit, genauso wie mit Kasper, und da trotzdem am Reiten bleiben. Alle Hilfen benutzen, das sagt André auch immer wieder. Und da zum Beispiel in der Umstellung nicht so viel mit den Zügeln, sondern eher darauf achten, dass die Hände sozusagen gleichmäßig am Maul bleiben, aber das Umstellen eher mit den Beinen und der Hüfte auch passiert, dass man die Hüfte da so ein bisschen vorschiebt und dann sozusagen umstellt, ohne dass man so viel mit dem Zügel kommt. Meine innere Hand ist auch leider so ein bisschen nervig, dass die ja immer wieder hochkommt. Und hier hat André mir erklärt, wie ich die innere Hüfte ein bisschen vorschiebe, die äußere Hüfte ein bisschen zurück, sodass der äußere Schenkel, also das äußere Bein, so ein bisschen zurückbleibt, um sie da zu unterstützen, damit das äußere Bein mir nicht immer so wegfliegt. Es ist oft so, dass sie in die Volte geht und dann das äußere Bein so ein bisschen sozusagen übertritt, also mir eigentlich über die Schulter hinweg ausweicht. Und deswegen soll ich den äußeren Schenkel einfach noch mehr dran lassen, auch in der Wendung. Nicht nur zum Angaloppieren, sondern eben auch zum Wenden. Mir fällt einfach auf, wenn man so intensiv Dressur reitet, ich weiß gar nicht, wie man das alles gleichzeitig macht, ehrlich gesagt. Also da beneide ich doch die großen Dressurreiter, wie die sich so koordiniert kriegen. Ich finde da Springen und Vielseitigkeit doch deutlich einfacher. So, hier haben wir also so ein bisschen erst Schenkelweichen, damit sie eben im äußeren Bein da reagiert. Im Grunde ist sie ja doch hinten ganz schön beweglich, wie man jetzt so sieht im Video. Aber sie will das natürlich nicht. Das ist anstrengend. Und dann haben wir angefangen mit Galopparbeit. Linksrum, wie immer, ist linke Hand oder Linksgalopp ja so ein bisschen schlechter. Aber es ist deutlich besser geworden. Da haben wir auch erstmal Galopp-Trab-Übergänge gemacht. Hier sieht man, dass ich echt richtig stecken bleibe im Übergang. Da muss ich deutlich besser weiterreiten und sie dann auch mal anbuffen, wenn sie dann nicht weiter will. Weil natürlich auch das ist anstrengend, durch den Zügel, durch dann im Trab weiterzulaufen, als wenn man so auf der Stelle einfach aufhört zu laufen und dann erst weitergeht. Aber wir arbeiten eben an den kleinen Sachen und an den kleinen Details. Ach so, hier habe ich jetzt Galopp-Schrittübergänge geübt, weil ich ihm das auch einmal zeigen wollte. Und er sagte als Haupttipp, Galopp-Schritt und immer in die Volte abwenden. Immer gleich in die Volte, dann bleiben die auch ruhiger und dann wieder angaloppieren. Und dann kann man das schön um das innere Bein biegen. Und die Pferde werden nicht hektisch oder fangen an rumzutippeln, sondern bleiben auf der Volte. Und man macht immer so Wendung, von der Wendung in die Wendung.
Und wenn man dann auf dem Turnier auf der Geraden das reiten muss, weil die Aufgabenummer so ist, dann warten die Pferde sozusagen auf die Volte, warten aber erstmal auf das, was du willst und bleiben deshalb schon mal ruhig. Also immer mit so etwas hektischeren Pferden, dann lieber Galoppschritt auf einer Volte. So, hier musste ich jetzt mal so ein bisschen sie anpuffeln, weil sie dann nicht mehr angaloppieren wollte und auch nicht mehr durchparieren wollte. Deswegen war das erstmal ja nicht so ganz so, wie es aussehen soll. So, und hier auch dieselbe Übung im Grunde wie mit Kasper. Außengalopp und dann das Durchparieren direkt ins Schenkelweichen. Damit der äußere Zügel da gleich wieder durchkommt. Und bei Nessie ganz wichtig, rechts, links, immer wieder. Also wenn du links Schenkelweiche machst, dann gleich wieder in die Rechtsvolte. Damit sie auch die Muskulatur da immer wieder dehnt, links, rechts. Und dann natürlich wieder neu angaloppieren, schön nach vorne im Fluss. Ich darf nicht in der Hüfte einknicken, ich darf auch nicht nach vorne fallen, sondern muss ganz schön gerade sitzen bleiben, nach vorne gucken und natürlich den Takt erhalten, weiterreiten. Genau, und jetzt wieder Außengalopp, auch den Außengalopp da bei Nessie, sitzen bleiben, gerade bleiben, gar nicht komisch anfangen zu schieben oder so, sondern ganz normal weiterreiten. Und jetzt kommt das Gleiche wie mit Kasper, sie bleibt, natürlich kann sie schon deutlich besser Außengalopp als er. Und dann eben wieder ins Schenkelweichen. Das sind so Sachen, wo man echt die ganzen Bewegungsablauf deutlich verbessern kann. Vor allen Dingen hinterm Sattel. Also die ganze Gruppenarbeit, Hinterhandsarbeit und so. Da kann man schon echt viel machen. So, dann ein bisschen Traversale. Oh, ich sitze ja richtig schön schief, wie ich jetzt sehe. Ich konzentriere mich immer auf so viele Sachen, wie ich es eben schon gesagt habe. Vor allen Dingen mit dem äußeren Bein ordentlich treiben und eben die Hüfte dann so ein bisschen rüberschieben, damit es Nessie auch leichter fällt. Aber dann verdrehe ich mich leider mit dem Oberkörper so ein bisschen. Es ist dann auch nicht so, wie man es haben will. Aber man kann nicht alles gleichzeitig ändern, sondern man ändert Kleinigkeiten und dann kommt das nächste Mal noch was mehr dazu. Wir sind ja schon echt weiter gekommen und ich finde, das sieht man auch, dass sie sich deutlich besser reiten lässt und insgesamt kann man ja jetzt auch viel mehr abfragen und sie wird jetzt nicht bei jedem, ja, bei jeder Frage hektisch oder so und die Traversalen und Schulter herein und solche ganzen Seitengänge sind auch seit letztem Jahr wieder deutlich besser geworden. Wir haben nicht mehr diese komischen Haker, den wir Anfang des Jahres hatten. Aber es ist trotzdem noch ein weiter Weg. Es kann trotzdem ja immer noch besser werden, weil wir sind ja jetzt auch in der Arbeit zu Hause. Auf dem Turnier hast du ja oft noch die Sache, dass man eben noch, noch die Aufregung dazu kommt und dann vielleicht Sachen immer noch nicht ganz so klappen. Immer wieder an die beiden Zügel heranreiten. Wir haben da einfach wirklich intensiv dran gearbeitet, dass sie mir da auch nicht ausfällt. Jetzt ist zum Beispiel das äußere Bein deutlich besser drunter, unterm Schwerpunkt. Und jetzt wieder diese Galopp-Trapp-Geschichte am Weiterreiten bleiben. Der Übergang war deutlich besser als vorher. Und jetzt auch, dass man mal nach außen stellen kann und wieder nach innen stellen kann, aber eben nur im Genick. Nicht den ganzen Hals dann stellen, sondern nur das Genick. Kurz mal antesten, bisschen nach rechts stellen, dabei aber den neuen äußeren Zügel, also jetzt den inneren Zügel, dann auch dran lassen. Und dann will sie immer, wenn man zum Beispiel Schlangenlinie wieder reitet, dann will sie über X oft so halb durchparieren, weil sie denkt, ja, jetzt vielleicht kommt jetzt ein Schrittübergang. Aber nein, man muss da am Weiterreiten bleiben. Und deswegen macht er hier ganz viel, damit ich da über X und so weiter weiterreite und sie vielleicht nicht diesen Störeffekt hat wie jetzt. Nämlich, wenn man von links nach rechts stellen will, dann wieder so gegen Zügel geht. Und ich versuche mich da durchzusetzen, ruhig zu bleiben, weiterzuarbeiten. Einfach immer nochmal wiederholen, wenn es nicht so gut ist. So, jetzt wieder wird sie ein bisschen langsam, muss ich einmal weiterreiten, auch in der Volte. Guck, jetzt ist sie wieder so ein bisschen nach außen mir ausgewichen. Und man kann diese Kehrtvolten natürlich auch im Trab ganz gut reiten. Und jetzt habe ich sie, finde ich, ganz gut wieder vor mir und auch im guten Takt und auch vorwärts. Und wieder ein bisschen nach außen, hier konnte man das jetzt ganz gut sehen. Und auch da in dem Umstellen muss man eben am Weiterreiten bleiben. Also Nessie ist im Moment natürlich so ein bisschen im Chiller-Modus. Denkt auch, ja,
der Winter, da kann ich ja mal so ein bisschen entspannen. Und deswegen ist die im Moment tatsächlich ein bisschen triebig. Ich finde, jetzt zum Beispiel sieht man schon, dass das Gebiss deutlich ruhiger ist. Also das ganze Maul, die Maultätigkeit, auch wenn ich sie mal kurz nach außen schiebe und dann wieder nach innen. Das war der erste Tag mit Nessie. Sehr viel vorbereitet, auch auf die Wechselarbeit, die wir am Sonntag gemacht haben. Und generell in der Rittigkeit, ich brauche André einfach zwischendurch, damit er mir den Kopf wieder gerade rückt. Natürlich sehr praktisch, dass ich das Novafon habe, weil wenn die jetzt von gestern ein bisschen Muskelkater haben oder so, kann ich jetzt hier ein bisschen nacharbeiten und sie sozusagen auch gleich vorbereiten. Man kann sie jetzt heute auch mit der Muskulatur aktivieren, das mache ich bei meinen Pferden aber sehr selten, weil die sind schon genug aktiviert. Von daher mache ich eigentlich immer nur Entspannungsmodus. Und ist natürlich, ich benutze jetzt das Nova von Power 2, habt ihr eben gesehen, da habt ihr auch eine App dazu und so weiter, da könnt ihr das nochmal ganz sehr genau einstellen, die Frequenzen. Und dazu das Modular-Set, das ist auch ganz neu. Das ist so ein bisschen geschwungen und ergonomischer geformt, hat auch eine große Fläche, gerade für die große Pferdemuskulatur. Ah, jetzt entspannt sie schon mal, jetzt kaut sie ab. Löst sich aber einiges. Ich mache das eigentlich so ganz klassisch in dieser Ausstreichmethode. Also ich gehe die großen Muskelgruppen einfach einmal lang und dann habt ihr so 5 Minuten pro Seite. Ist also nicht so zeitaufwendig, da dem Pferd was Gutes zu tun. Ganz genauso die Halsung gerade und dann kippst du das Genick nach innen. Ohne, dass du den äußeren Zügel öffnest. Ich will, dass der Hals wirklich vor dir bleibt. Genickstück zwischen den Ohren sehen, ohne dass sie noch größer wird. Ein bisschen fleißiger. Einmal leicht traben, Mittelzirkel. So, die rechte Hand tief. So, die äußere Hand bleibt unten und dann drehst du das Handgelenk nach innen ein. Ohne, dass die äußere Hand den Widerrist öffnet, indem die Hand hochgeht. Die bleibt natürlich unten, weil du ja die Fliehkräfte der Trapparbeit natürlich so ein bisschen abfangen willst über den tief geführten äußeren Zügel. Da lassen. Rechts die Hand ran. Gut. Sehr gut. Das ist gutes Tempo, nicht weniger. Ne? Und zwar so, dass du diesen positiven Druck an beiden Gebisshälften behältst. Beide Fäuste bleiben führend am Maul. Keinen springenden Zügel zulassen. Ganze Bahn. Gutes Traben, aussitzen. Jetzt muss er gerade äppeln. Weiter, 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 weiter. Stellung nach links. So, jede Ecke wie eine Viertelvolte durcharbeiten. Jetzt links rum den Hals, Kopf nach innen, Kopf nach, so und wieder gerade. Nach vorne, genau. Treib sie der Hand hinterher. Rechts die Hand runter. Und jetzt kommst du wieder innen, ganz leicht in der Ganasche nach innen durch. Seitlich an der Hüfte innen einmal vorbei die Hand, dass das Maul neben die Schulter kippt. So, und wenn sie dann deiner stellenden Hand folgt, gehst du langsam wieder vor. So, Schlangenlinie, 3 Bögen im Aussitzen. Immer wieder das Kippen ums innere Bein erarbeiten. Jetzt schon Druck auf die linke Hand. Führung geben am äußeren Zügel, rechte Hüfte zurück. Grundtempo halten, Volte rechts. Na, dass du jetzt die Stellung und Biegung erarbeitest, ohne den Takt zu verlieren. Die Biegung in die äußere, super, lass sie so rund im Hals, ne, dass der Widerrist oben bleibt. Schlangenlinie weiterreiten. Deutlich die Tendenz haben, durch den Zügel hindurch schwingen zu lassen. So, schön frisch das Tempo, rechte Hand begrenzt. Wieder Stellung nach links. Weiter. Fleißig, ne? Da kommt sie nach dem Umstellen nach links, holt sie sich so ein bisschen hinters Bein. Lass sie vor dem treibenden Schenkel, reit die Volte ruhig nochmal. Nicht, dass sie dann nach dem Umstellen einfach da so das Tempo von selber ändert. Super, gut gemacht. Jetzt würde ich so loben mit der Stimme, ne? Aber es ist sehr gut. So, Mittellinie. Jetzt lässt du den rechten Schenkel nach links weichen zum Handwechsel. Ne? Langgezogene Seitengänge. Muss ja gar keine Traversalen sein, sondern du willst ja die Rittigkeit verbessern und die Reitbarkeit kriegst du natürlich am besten hin, wenn du einfach ohne Biegung erstmal nur die Stellung verbesserst.
schön im Schulter vor, mit dem linken Zügel das Vorderbein führen und rechts runter sitzen. Kipp nicht in die Bewegungsrichtung, sondern wirklich seitlich rechts, genau dahin. Seitlich das Genick nach rechts, noch mehr nach rechts. Gut gemacht. So, und jetzt große Volte. Wieder Druck auf das linke Handgelenk. Deine innere Hand geht seitlich an der Hüfte kurz einmal vorbei. Die Maulspalte nimmt das Schulterblatt kippen. Und in dem Moment, wo sie wirklich so schön loslässt, an der Maulspalte und deinem stellenden Zügel folgt, gehst du langsam wieder innen vor zum Maul, dass sie der Hand hinterherläuft. Weiter. Richtig. Und den linken Zügel an der Lippe lassen. Verbindung herstellen, Zirkel. Schöne Bogenspannung aufbauen. Jetzt wird sie so ein ganz klein bisschen wieder zu langsam. Höher die Frequenz. Na, was aber nicht heißt, dass du dann wieder die Hand öffnest, weil sie noch nicht wirklich hundertprozentig zieht. Links den Zügel wieder zurück. So, dahin den Hals. Ja, du lehnst dich hinten an. Du lässt den inneren Zügel passiv stehen und erhöhst am äußeren Handgelenk den Druck. Parade außen, Parade außen. Grundgalopp halten. Ne? Schön das Tempo erarbeiten. Groß den Galoppschwung formen. Und so wie du merkst, dass du wieder das Becken so nach invers kippst, ne, möchtest du den wieder an ein Hohlkreuz denken, damit du dich größer werden lässt. Ne? Du musst am Gesäß das Pferd vor dir herdrücken, in die äußere Hand hinein. So, ganze Bahn im Schulter vor. Nicht die Hand weg, sondern durch den anstehenden Zügel hindurchschieben, dass sie sich mit mehr Bogenspannung nach oben im Widerrist aufwölbt. Ganasche nach rechts. Da lassen. Oberkörper wieder hinten lassen, Zirkel bleiben. Ne, so wie du merkst, dass sie den Widerrist dir so ein bisschen nach unten wegdrückt und den Hals hochnimmt, kommst du wieder einmal außen an die Hand ran. Zwei Galoppschwünge außen stehen lassen, Maulspalte nach innen, der äußere Zügel hält dagegen. Innen stellen und genauso langsam wieder innen vorlassen. In dem Moment, wo sie wirklich anfängt, wieder den Widerrist fallen zu oder den Hals fallen zu lassen und den Widerrist nach oben zu bringen, geht die Hand dann langsam wieder vor Richtung Maul, dass sie sich in die linke Hand hineinarbeiten lässt. Super. Sehr gut. Ganz prima so. Und jetzt wieder beide Fäuste anstehen lassen, Schulterblätter nach hinten unten, Übergang zum Trab, ins Zirkel verkleinern, in die Tendenz nach vorne, der Hand hinterherlaufen lassen. Tempo, ja, ja, richtig, richtig gemacht. Äußere Hand nach hinten. So, erst außen gegenhalten. Ne? Und jetzt kommst du wieder nach rechts durch. Noch mehr stellen, noch mehr innen stellen. Wichtig ist, dass der äußere Zügel dabei nicht öffnet. Du willst ja, dass sie um das innere Bein so eine Längsbiegung bekommt. Das geht nicht, wenn die äußere Hand immer vorgeht, weil dann macht sie so eine Ausweichbewegung im ganzen Körper. Ne? So ein ganz klein bisschen an Traversreiten denken, das äußere Hinterbein zu mir schieben wollen, am äußeren Zügel gegenhalten und jetzt versuchst du die äußere Hüfte wieder so ein bisschen nach hinten zu nehmen. Das war wieder wie gestern, ne? Mit den beiden Punkten hier am Becken, wo du anfängst, ein bisschen beweglicher die Hüfte hin und her schieben zu können. So, ja, gut. Gegenhalten außen, so aus der Volte angaloppieren, Zirkel bleiben. Positive Spannung an das äußere Handgelenk, Stellung inne. Gut. Na, und denk an deine Schulterblätter. So, guck mal, auf der linken Hand ist es sehr gut vom Sitz. Genauso musst du dich wirklich mitziehen lassen vom Körper deines Pferdes, dass sie den Po mit dem Sattel so ein bisschen mitnimmt und du dich einfach hinten so anlehnst. Gut. Und lass den inneren Zügel nicht tiefer wandern. Ne? Lass die innere Hand genauso vor dir und am äußeren Zügel parierst du wieder zwei Galoppschwünge kurz an und lässt dann langsam wieder vor. Und wieder nach innen durchkommen. Ne? Jetzt drückt sie dir den Hals so ein bisschen so, ne? Dass sie dir den nicht entgegendrückt. Maulspalte nach innen. Noch ein bisschen mehr kippen innen, noch ein ganz klein bisschen mehr links stellen. So, richtig. In den stellenden Zügel durchparieren zum Trabzirkel verkleinern. Warte ran. So, nicht in der Parade dann aufhören zu treiben. Was verstehen wir nämlich unter einer Parade? Das Zusammenwirken aller reiterlichen Hilfen. Ne? Nicht nur, dass du dann anfängst, passiv einzuwirken an Kreuz und Zügel, sondern mit dem Bein das Pferd weiter vor dir her schiebst. So wie jetzt, ich würde es immer loben mit der Stimme, das ist nämlich mega gut heute. So, lass sie so rund im Hals. Lass sie ruhig mal in der Anlehnung, genau da in der sogenannten Gebrauchspferdehaltung, ne, dass der Rücken so vor dir bleibt. Gut, und wieder vergrößern. Rausschieben, Stellung innen. Tempo halten. Tempo, komm. Ausdruck da rein, nach vorne schwingen lassen. Ne? Deutliches Arbeitstempo arbeiten. Weit durch den Körper schwingen lassen, die Hinterbeine, Schlangenlinie mit drei Bögen. So, und jetzt lässt du den rechten Zügel tief und stellst nach innen genauso ein. Ganz leicht links kippen. Jetzt kommt die linke Hand mit dran. Tempo, Tempo. Nochmal links rum abwenden. Na, hast gemerkt, du wolltest umstellen und sie bremst sich selber raus. Es sei denn, du wolltest das. Na, wenn nicht, kommst du weiter zum Treiben. Dann wendest du einfach nochmal. Jetzt schon mal den Hals nach links wenden. Komm mal links durch am Widerrist. So, jetzt übernimmt der linke Zügel den Druck. Super, richtig so. So, und jetzt die Schlangenlinie genauso weiter rein. Über das rechte Bein. So, und seitlich das Genick. So. Na, so wie du merkst, sie drückt dir hoch im Hals, kann man ganz einfach ruhig mal die Maulspalte einmal neben das Schulterblatt kippen lassen, dass sie in den Facettengelenken kippt in der Halsung und dann machst du sie wieder gerade vor dir. Super. So, zur geschlossenen Zirkelseite wieder Galopp entwickeln. Rechts, der Zügel bleibt tief. Stellung links. Gut. So, jetzt machen wir das genauso jetzt mal so, wie wir das gestern erarbeitet haben mit den einfachen Wechseln in der Volte. Ja?
Ganz wichtig, wenn man so eine Lektion an einem Tag geübt hat, würde ich natürlich am Anfang der Arbeitsphase das nochmal nachfragen, ne? Damit man sieht, hat man das richtig gemacht, ja, nein, vielleicht, und hat das Pferd es verstanden. Wenn es es verstanden hat, macht man das 3-4 Mal auf beiden Seiten und macht dann was Neues. Wenn es es nicht verstanden hat, macht man es eben noch 2-3 Mal mehr. So, Volte links. Ja, und jetzt arbeitest du wieder daran, dass du den stellungsgebenden inneren Züge so ein bisschen mehr am Gebiss führst. Ne? Ruhig über die Stellung so ein bisschen Halt geben. Und dann bereitest du dein Pferd vor, beidseitig parieren und dann einfachen Wechsel in die Schrittarbeit, reiten, Schritt reiten, nicht öffnen die Hand. Ne? Anlehnung behalten, dass sie den Druck am Gebiss sucht, um sich dann in die Dehnung vor dir herschieben zu lassen, wie mit so einer Zügelstange. Ne? Dass du nicht den Zügel durchhängen lässt. Sie sucht das Genick in die Stellung, sie sucht das Gebiss mit ihrem Unterkiefer. So, hier bleiben in der Volte. Hohl machen nach links, vorbereiten und dann wieder einfacher Wechsel. Mit dem linken Zügel bleibst du dran. Innerer Zügel, ran die Hand, ran den stellenden Zügel. Verbindung, Verbindung halten, dass sie durch den Widerriss durchdrückt. Gut, gut, reitet zur Hand. So, und jetzt galoppierst du wieder die Stellung an und lässt mal die Hand genauso am Maul. Durch, gut, super und brav. Sehr gut gemacht. So, ganze Bahn, Grundgalopp wieder aufbauen. Und dann kommst du von oben aus der Ecke kehrt. Na, du willst nicht schaukeln am Oberkörper, du lehnst dich an und gibst Impuls am Bein. So, Stellung nach links. Noch mehr Stellung nach links. Na, sieh das Auge und die Nüster. Und halte über den inneren Schenkel den Impuls nach vorne. Lass sie im Genick gekippt. Gut. Ruhige Hände, 3 Takt. Na, jetzt verliert sie so ein bisschen den Abdruck. Positiv Halt geben am Maul. Gut. Und dann an der langen Seite Übergang zum Trabschenkel weichen. Der linke Zügel führt. Richtig so, lass dran die Hand. Lass doch dran den Zügel links. Kopf nach außen, Kopf nach außen. So. Gut, gut. Und wieder langsam gerade richten. Grundtempo aufbauen, Zirkellinie, erst wieder Arbeitstempo. Jetzt einmal die äußere Hand an die Schabracke und innen einmal durchstellen. Komm mal rechts rum. Seid nicht höher, die Hand, ne? Seid nicht zum Hosenbund. Die linke Hand begrenzt. Du wolltest den äußeren Ellenbogen nicht vorgeben, ne? Merkst du, wo der äußere Ellenbogen steht? Nein, der ist niemals vor. So, und jetzt galoppierst du sie wieder an. In die Stellung. Sehr gut, guck mal, super. Da bin ich aber zufrieden mit deinem Pony. Geht's aber gut. Schön so. Ne? Merkst du, ist ganz zufrieden, kaut super an. So, wieder Volte, jetzt dasselbe auf der Volte. Ne? Dass du wieder in der Volte genau dasselbe machst mit den einfachen Wechseln. Du lässt den stellungsgebenden Zügel dran, du lehnst dich an, du gibst dir Halt an der Bauchdecke. Du kommst nicht vor die Bewegung, sondern lässt schön in der Bewegung den Oberkörper hinten. So, und jetzt bereitest du den einfachen Wechsel vor. Beide Fäuste bleiben führend am Gebiss. Super gemacht. Reite weiter zur Hand. Lass die Hand nicht vorgehen außen. Anlehnung ist die stete Verbindung vom Pferdemaul zur Reiterhand. Also muss ich den Zügel so hinstellen, dass das Pferd auch diesen Druck positiv selber aufbauen kann und sich vertrauensvoll an den Zügel dehnt. Gut, dranlassen, im Schritt weiterreiten. Gut, nicht die Schulter nach vorne nehmen. So, und jetzt wieder in die Stellung hinein angaloppieren. Der äußere Zügel begrenzt, ist frei. Super gemacht, prima, gut. Hand mit dranlassen links, Oberkörper bleibt hinten. Dranlassen, die Hand dranlassen. Na, dass sie sich nicht den Zügel nimmt, weil sie da meint, sie müsste gucken, weil ein anderes Pferd in die Bahn kommt. Brav. So, Grundgalopp, aus der Ecke kehrt. Kehrt wollte, genau so. Ja, so, und hinten sitzen. Du fängst nicht an, wieder das Becken nach invers zu kippen. Groß sitzen, vor dir halten den Galoppsprung. Mit der linken Hand bleibst du dran und stellst trotzdem die Ganasche nach außen. So, und hinten anlehnen. Lass den Galopp erhalten. Gut. Sehr gut so. So, und wieder Übergang zum Trab ins leichte Schenkelweichen. Hinsetzen, zur Seite, damit der Rücken oben bleibt im Übergang, so wie jetzt. Und jetzt richtest du sie wieder gerade und das rechte Bein nach hinten. Super Wechsel, toll. So wie du heute geritten bist, war das ganz gut. Na, dieses Om, Chaka, du schaffst es. So, erst die linke Hand ran, Maulspalte nach rechts. Immer den Hals tief. Und zwar so, dass er wirklich an den Zügel ranläuft. Du fällst nicht nach vorne. Das haben wir ja gestern schon in der Schrittarbeit, ne, geklärt. Dass er eben dir nicht so im Hals entgegenkommt, sondern wirklich den Widerriss so fallen lässt. Was aber nicht heißt, dass du dann so vor Freude die Hand vorgibst, sondern immer konsequent diesen positiven Druck am Unterkiefer behältst, dass das Pferd da vorne andrückt ans Gebiss. Außen begrenzen. So, Kopf nach innen. Gut. So ist es richtig. Genauso in die äußere Hand hinein. Wade ran. Und du wolltest nicht rechts, links rubbeln. Ne? Du willst ihm Halt geben am linken Zügel. Grundtempo, ganze Bahn. Ganz leicht das Bein innen am Pferd lassen. Den Bauch deines Pferdes so ein bisschen nach außen schieben. In die leichte Schultervorarbeit. Gut.
So, und jetzt Zirkel bleiben und wieder fleißiger. Nicht wippen mit der Hand. So, und jetzt nimmst du wieder das Maul nach rechts. Kipp die Ganasche. So, brav. Und weiter rein. Und mehr treiben. Zur Hand hinschieben. Ne? Der linke Zügel begrenzt und du nimmst die Maulspalte nach rechts, kippst ihn wirklich deutlich nach innen hinein. So, weiter, 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 weiter. Nicht weglassen vom stellenden Zügel. Na, weil wir wollen ja an die Galopparbeit, in die Außengalopparbeit hineinführen. So, das bedeutet natürlich, dass wir jetzt natürlich schon gleichmäßig den positiven Halt zwischen Hand und Schenkel auch schon in der Trapparbeit erarbeiten müssen. Durch die ganze Bahn wechseln zum Handwechsel. So, und das Schnalzen war richtig, aber du weißt ja, wie er reagiert auf die positive Unterstützung mit der Stimme. Musst du natürlich vorher den Kopf rechts lassen. Na, lass ihn rechts gestellt, dass er nicht hochdrückt, wenn du schnalzt. Na, weil er sich erschreckt über das... Über das Klickgeräusch, ne? So, und jetzt langsam umstellen nach der Ecke nach links. So, nachtreiben nach vorne, deutlich die Dynamik erarbeiten. Grundfleißiges Fußen durch die Hand hindurch, Zirkel bleiben. Rechts begrenzen. Wenn du nach links durchstellst, bleibt der rechte Zügel am Maul, dass er gleichmäßigen Zug an beiden Unterkieferästen behält. Mehr zur Hand. Gut. So, das ist sehr gutes Tempo. Genau so lässt ihn weiter nach vorne schieben. Ne? Linksrum trappt, das ist schon mal sehr gut so in die Stellung und Biegung hinein. Ne? Jetzt gehst du die ganze Bahn und reizt an der langen Seite eine ganz große, einfache Schlangenlinie. Ne? Dass du jetzt beginnst, wirklich bis fast vor die Mittellinie. Ne? Du fängst jetzt vor der Ecke schon an, nach links zu stellen. Den ganzen Hals nach links rum, ein bisschen Bewegung in den Hals, dass er balancieren lernt. So, jetzt bleibt die linke Hand dran und jetzt hältst du das Grundtempo, stellst deutlich nach rechts, deutlicher nach rechts stellen. So, und deutlicher wieder nach links. Und du unterstützt dein Pferd mit dem treibenden Schenkel natürlich. Ne? Du lässt ihn nicht weniger werden vom Tempo. Einmal Zirkel bleiben, wieder etwas mehr Dynamik. Hast du dabei außen vorgegeben? Nö, ne? Rechts. Erst stell nach außen. Wenn du merkst, er drückt sich fest da oben gegen die Halsung, stellst ihn einmal nach außen, dass der äußere Zügel am Maul ist und dann kommst du wieder nach links durch und hältst den im Vorwärtsgang. In der so, Fleiß, Fleiß. Und jetzt schlagen die ihn mit drei Bögen hin zur Hand. Positive Bogenspannung in den Körper. So. Und jetzt genau das wieder rechts stellen. Drückt er nach oben, kommst du sofort in die Rechtswolte, so wie jetzt. Ne, verliert er die Balance und kommt dir zu dolle im Widerriss entgegen, kommt das Genick nach rechts in der Wolte, bis er wieder abkaut, so wie jetzt. Und jetzt reizt du die Schlangenlinie weiter und hältst ihn vor dem Treiben mit dem Schenkel. Gut, gut. So, und jetzt rechts begrenzen. Er drückt nicht hoch, Wolte nach links wieder. Druck außen aufs Gebiss, erst Hals gerade, dann die innere Hand seitlich an der Hüfte vorbei und wieder nachgeben. Gut gemacht. So, Zirkel bleiben. Nach vorne schieben, gegen sitzen. Außen hältst. So, ist das super gewesen. Hast gemerkt, wenn du da das Kreuz mal in den Sattel kriegst, wie der anfängt zu drücken. Brav. So, und jetzt galoppierst du ihn links an. Achte auf deine Handhaltung. Stell ihn nach links ein. Gib ihm Halt am äußeren Zügel. Gut, super. Geh vor, klopf ihn innen. Na, dass du ihn einmal richtig so abatmen lässt in die äußere Hand hinein und lässt den Widerriss genauso rund. Du behältst ihn am Genick rechts geführt und gehst wieder in Zeitlupe links durchgestellt an der Hüfte innen seitlich vorbei, bis er kippt, so wie jetzt. Und dann gehst du genauso langsam, wie du den Zügel nach hinten geführt hast, wieder nach vorne, dass du eben keinen springenden Zügel hast. Ne? Immer Gleichmaß. Gut. Braver Junge. So, und jetzt lässt du ihn wieder in die Stellung durchparieren zum Trab. Reitest ruhig wieder entweder ins Zirkel verkleinern oder in den Volt hinein. Das ist ja völlig Wumpe. Es geht nur darum, dass du in eine Wendung hineintreibst, dass du zum Reiten kommst in der Wendung. Du schiebst zum Gebiss. So, und daraus galoppierst du sofort wieder an und du lehnst dich an. Gut gemacht, ganze Bahn. Ganz in Ruhe, im Gleichmaß. Die innere Hand bleibt stehen. Du gibst ihm Stellung im Schulter vor und lässt die äußere Hand immer wieder anparieren, bis er den Hals fallen lässt. Ganze Bahn weiter. Er lässt den Hals fallen. In die Stellung innen, Außenparade, Außenparade, außen. Gut, in der Ecke Übergang zum Trab, Wolte links. Sehr gut. Guck mal, das hat er schön sich gemerkt von gestern, ne? So, weiter. So, rechts die Hand ran, Mittellinie. Und dann lässt du den rechten Schenkel nach links zum Handwechsel weichen. Richtung H. Da ist H, genau. Den rechten Schenkel nach links. Das waren jetzt sehr viele Informationen für den Richtungswechsel. Nämlich drei. So, gut. Schenkel ran, rechts ran. Und gleich Wolte in der Ecke wieder. Und jetzt kommst du wieder einmal mit der Maulspalte neben das Schulterblatt, ohne dass er das Tempo rausnimmt. Du hältst die Frequenz und nimmst den Raumgriff raus. Das ist ja das Wichtige für die kleine Wendung. Bleib in der Wolte, ran den Zügel.
Na, wir nehmen den Raumgriff aus den Tritten heraus, halten aber den Beat. Der Takt und die Frequenz bleibt dieselbe. So, und wieder Zirkellinie. Gut, gut. Wenn er so anfängt, an den Zügel anfängt anzudocken und nach unten sich dehnen zu wollen, da wollen wir ja hin. Na, er soll ja im Widerriss loslassen, er soll den Hals fallen lassen, damit er noch mehr über den Körper arbeiten kann und seine Nierenpartie, die ja so ein bisschen ein Schwachpunkt ist, ne, da ist ja immer das Problem mit der Galopparbeit, dass er so groß ist, weil er sich dann in der Niere festhält, dass er da beweglich bleibt und angaloppiert. Rund in, super, so. Und genau richtig so, du gibst ihm im Moment des Angaloppierens mit dem stellungsgebenden Zügel Halt. Und dann lehnst du dich wieder an, du willst dich mitziehen lassen von der Bewegung, kommst nicht vor die Bewegung. So, ne, dahin und immer wieder an den äußeren Zügel heranführen. Am äußeren Ringfinger diese Ganasche so zwar recht gestellt lassen, aber die Ganasche rund parieren. Außenparade, Außenparade, so. Na, er nimmt das ja super an. Er fängt ja sofort an und kippt reell nachgiebig im Ganaschenwinkel deiner Hand folgend so in die Dehnung hinein. Und dann lässt du dich wirklich mit dem Ellenbogen langsam vorziehen, dass der Hals nicht enger wird, sondern du da unten so ein bisschen die Nase vorschieben kannst. Und langsam, ne? Nicht, dass der Zügel durchhängt, weil du musst ja in jedem Moment das Tempo variieren können, ohne dass die Silhouette sich ändert. Innen gestellt, Parade, Parade, Parade. Ne? Das ist genau das, was eben noch, ist doch nicht schlimm, das kann er einfach noch nicht halten. Da ist er dann eben von der Konzentrationsfähigkeit, lässt er sich dann immer sofort ablenken. Wieder einmal Übergang zum Trab, in die Wendung hinein, in das Zirkel verkleinern hinein. Zurück das äußere Handgelenk, Ganasche nach innen, Tempo halten. Du hältst ihn im Gleichmaß. Guter Junge, brav, siehst du. Zurück die äußere Hand. Hinten sitzen bleiben, durchschwingen lassen, positiven Zug vom Unterkiefer aufbauen lassen ans Gebiss heran. Na, jetzt hat die äußere Hand wieder den kleinen Finger geöffnet. Ne? Wolltest du nicht machen, ne? Nicht machen, gut. Und wieder vergrößern, rausschieben. Maulspalte nach rechts, deutliches Kippen im Genick nach innen, ohne dass der äußere Zügel öffnet. Sehr gut. Und Galopp entwickeln wieder, zurück die äußere Faust, super. So. So, und jetzt gehst du wieder einmal ganze Bahn im Galopp, lässt ihn so rund im Hals. Wenn du den Galopp so ruhig und klein halten kannst, kommst du aus der Ecke kehrt. Wenn das nicht geht, bleibst du da oben in der Ecke in der Wolte. So, du lässt ihn nicht schneller werden. Na, ohne, dass du anfängst, jetzt deinen Sitz auch nur im geringsten zu ändern. Wolte bleiben. So. So, rechts gestellt. Sehr gut. So, und jetzt reizt du Kehrtwolte. So, und jetzt kommst du in der Kehrtwolte hier unten in die Wendung hinein, bleibst nur sitzen. Lässt ihn gestellt, groß den Bogen reiten, ganz egal, pariert er durch zum Trab, ist es alles in so und wieder Trab. Der rechte Zügel kommt durch, ein brav. Na, jetzt wendest du nach links, jetzt schon nach rechts stellen und Rechtsgalopp entwickeln. Guck mal, lehn dich an, du bleibst hinten sitzen. Du übst nur, den stellungsgebenden Zügel am Maul zu halten. So und Trab, guck mal, jawohl, super. So, umstellen nach innen, Zirkel bleiben, Zirkel verkleinern. Wichtig ist, dass du jetzt nicht wieder sitzt und sagst, boah, das fühlt sich gut an und gibst die Hand vor. Du hältst diesen positiven Halt am neuen äußeren Zügel und lässt ihn so rund im Hals. Der rechte Zügel hält dagegen, Zirkel verkleinern. Komm hier in die Wendung. So, brav. Wie schön konzentriert er heute ist, ne? Ganz toll. Tief die äußere Handstellung innen, noch mehr Stellung innen. So, und jetzt vergrößerst du wieder. Bei Erreichen des Hufschlags galoppierst du links an und gehst ganze Bahn. Jetzt muss er, glaube ich, äppeln. Bleibst mal hier nochmal auf der Zirkellinie. Dass er dann eben nicht an der langen Seite einen Fehler macht, sondern lieber auf der gebogenen Linie. So, und jetzt galoppierst du links an. Muss doch nicht äppeln. Stellen, über die Stellung, so. Und wieder hinten sitzen. Nicht mit dem Oberkörper vor die Bewegung kommen. Das Tempo behältst du genauso, lieber so untertourig ganze Bahn. Du lehnst dich an und lässt ihn innen gekippt. Guckst dahin, wo das andere Pferd ist, dass du dann gar nicht in die Bredouille kommst zu ziehen. Lehnst dich ganz weit hinten an und kommst dann genauso. Nochmal Zirkel da oben. Nimmst den Hals nach innen. Ohne die äußere Hand zu öffnen. So, und dann reizt du aus der gekehrt. Lässt den Hals ganz leicht links abgestellt. Rechter Zügel begrenzt, Stellung nach links. So, der stellende Zügel bleibt am Maul. Oberkörper nach hinten, Hohlkreuz. Na, gegensitzen und mit der stellenden Hand die Parade zum Trab. Mit der Stimme unterstützen. Gut gemacht. Umstellen nach rechts, Wolte rechts. Guck mal, wie schön das geht, ne? Bist du selber überrascht, was? Weißt du Bescheid. So, ganze Bahn, kleine Schlangenlinie von M bis B. Ne? Und dann zu B hin wieder zum Hufschlag zurückführend den Außengalopp ein. Bisschen angaloppieren im Außengalopp. So, rechte Hand tief. Gut. Gegensitzen. Der stellende Zügel bleibt am Pferd. So, richtig. Und wieder Trab.
Guck mal, genau so. Umstellen, Volte nach rechts in der Ecke wieder, Stellung, Biegung, Takt verbessern, Balance verbessern, dass er vor dem treibenden Bein bleibt in der Volte, dass er reit die Volte ruhig nochmal, dass er jetzt nicht anfängt, hinter die treibende Hilfe zu kippen, außen den Zügel nach hinten. So, und jetzt gehst du wieder ganze Bahn, reitest wieder so einen Bogen von K nach E, um dann im Außengalopp anzugaloppieren. Na, du bleibst jetzt dran mit der rechten Hand, gibst ihm halt am rechten Zügel, Stellung nach links, ohne mit dem Oberkörper einzuknicken. Das war so ein ganz klein bisschen zu viel geholfen mit dem Oberkörper. Jetzt reizt er einfach mal durch die Wendung durch, wenn es geht. Der rechte Schenkel verwahren treibt und der stellungsgebende Zügel gibt Halt. So, und Trappschenkel weichen. Guck mal, wie schön das geht. Braver Junge. So, na, jetzt im Übergang zum Treiben, komm in die Seitwärtsbewegung, dass er lernt, im Körper nach oben gekippt zu bleiben. Gut, umstellen nach rechts, Zirkel verkleinern. Wieder die Beweglichkeit im Körper verlangen, dass er in der Rippe loslässt, in den äußeren Zügel hineinschwingt. Nicht den Ellenbogen wieder vor den Körper kriegen. Immer den Po unter die Schulterblätter schieben wollen. So, der äußere Zügel begrenzt. So, red mit ihm, sag brav, aus der Ecke kehrt. Große Wendung, Stellung geben. Der verwahrend liegende Schenkel treibt aktiv und der stellungsgebende Zügel gibt dem Pferd so ein bisschen Halt. Steht in keinem Buch so, geht es aber ganz gut, dass das Pferd eben Balance kriegt. Rechts der Zügel bleibt mit dran. Rechts der Zügel, so, super gemacht, guck mal. Und Trab, Schenkel weichen. Wieder in den stellenden Zügel hinein. Durch das Schenkelweichen an der Bande nimmst du dieses Grundtempo raus. Da muss er sich nämlich selber zurücknehmen, ohne dass du mit der Hand ans Maul musst. Merkst du, ne? Das mag ich sehr gerne leiden, so. Abfang, angaloppieren. In die Stellung. Ja, nochmal. Da hat er sich schön den inneren Zügel so ein bisschen genutzt, um sich nach oben abzudrücken. Ich würde ihn über die Stellung noch ein bisschen besser. Und dann kannst du ihn wieder gerade machen. Zirkel bleiben im Handgalopp. Stellung nach innen. Leicht nach innen durchstellen. Du nimmst den Zügel seitlich. Was? Ach, komisch. Welche Überraschung. Ja, warum? Du wolltest doch, dass der Galopp so klein wird, oder? Das war doch unser Ziel. So, ne? Dass er unter dir bleibt, dass er wartet. Ja? Und das geht eben nur, wenn er in dieser der klassischen Ausbildungslehre folgend, Takt, Losgelassenheit anlehnend, ne, kann er dann auch wirklich mal sich balancierend zurücknehmen in den Tempi. So, wieder Übergang zum Trab. Ne? Diese Arbeit, dass er wirklich unter dir bleibt, dass er sich so wie jetzt vertrauensvoll an deinen Zügel herandehnt und immer die Ohren hinten hat. Ne? Er lauert ja auf Input, der ist super konzentriert heute. Ne? Er hat sich ja gestern immer wieder ablenken lassen. Heute ist das ganz toll. So, wieder abfangen, Bauchdecke anspannen, innere Hand annehmen, angaloppieren, den stellenden Zügel am Maul lassen, dass du ihm im Moment des Angaloppierens so ein bisschen halt, so, und sofort wieder innen vorlassen. Ne? Du gibst ihm die Form mit der Zügelführung und dann öffnest du wieder die innere Hand, dass er der Hand hinterher galoppieren kann und du quasi wie mit einer Zügelstange dann den Hals vor dir her schiebst und den Rahmen so ein bisschen erarbeitest, dass er wirklich im Rahmen dann vor dir bleibt. Super, so. Ne? Das ist das A und O, dieses Ausatmen eines Pferdes, dass er wirklich sich immer wieder auf dich einlässt. Sehr gut. So, reicht. Das war toll. Beide Pferde heute richtig gut, ne? Beide Pferde heute das genau so erarbeitet, was du dir vorgenommen hattest, ne? Was du verbessern wolltest. Dieses Außengaloppieren schon durch die ganze kurze Seite durch, ne? Ohne dass er da Balanceprobleme kriegte.